Okay. Ich heiße Sie herzlich zu der 9. Vorlesung Rechnernetze. Willkommen, Kommunikationsnetze. Und wo sind wir denn stehen geblieben? Ich glaube, jetzt kommen wir in ein ganz spannendes Thema. Eigentlich sind wir hier. Ich wollte nur noch ein bisschen rübergehen. Wir haben jetzt angefangen mit TCP. Und TCP, also Transmission Control Protocol, ist eins der, ja doch, spannendsten, interessantesten Lösungen, die wir überhaupt in der Vorlesung betrachten werden. Es hat ja das Ziel, eine verlässliche Kommunikation zu realisieren. Das heißt einmal, also die Prozess-zu-Prozess-Kommunikation, dafür haben wir die Ports, um es auf dem Host zu identifizieren, wo die Nachrichten herkommen, wo sie hin sollen. Die Nachrichten sollen alle ankommen, sollen in der richtigen Reihenfolge ankommen und sie sollen bei Verlust natürlich wiedergesendet werden und weder der Empfänger soll überladen werden, noch das Netzwerk. Also viele, viele Aufgaben, die wir in diesem Protokoll einfügen. Und dazu hatten wir initial die verschiedenen Möglichkeiten kennengelernt, mit bestimmten Netzwerkeigenschaften umzugehen. Das heißt, wir gingen erstmal davon aus, was würde denn passieren, wenn wir ein perfektes Netzwerk hätten. Das heißt, wenn alle Nachrichten direkt ankommen würden, dann wäre es ja kein Problem. Wir schicken die Nachrichten so, wie wir sie empfangen von der Anwendung und sie kommen an. Dann haben wir uns angeschaut, was passiert denn, wenn wir Bitfehler haben. Um Bitfehler zu korrigieren, haben wir die Möglichkeit, Acknowledgements, also erstmal eine Prüfsumme zu verwenden, um zu erkennen, wurde die Nachricht modifiziert. Und wenn sie nicht modifiziert wurde, bestätigen wir sie. Oder wenn sie modifiziert wurde, wenn wir sie also nicht lesen können, mit einem Negative Acknowledgement. Dann haben wir das nach und nach aufgebaut. Wir haben gesehen, dass ein Negative Acknowledgement auch ersetzt werden kann durch ein positives Acknowledgement, also dass wir Acknowledgements einfach zusammenfassen können. Ich überspringe das mal. Moment, wo haben wir das? Genau. Dass wir die negativen Acknowledgements eliminieren können, indem wir einfach mit einem Acknowledgement das bestätigen, was wir schon haben und unseren Erwartungs Wert definieren. Also das, was erwarten wir als nächstes, das können wir mit dem Acknowledgement definieren und das bedeutet, alles zuvor haben wir empfangen und wenn eben wir das Neueste nicht bestätigt haben, dann heißt das, dass es nicht angekommen. Wir haben auch gesehen, dass Sequenznummern sehr nützlich sind, weil wir einfach Retransmissions haben können. Also wenn jetzt das Acknowledgement verfälscht wird, wenn es korrupt ist, aber es empfangen wurde, es kann einfach passieren, dass wir Nachrichten erneut senden müssen und es daher sehr sinnvoll ist, dass wir unterscheiden können, haben wir das schon gesehen oder nicht. Dafür haben wir Sequenznummern. Und dann haben wir uns noch betrachtet, was machen wir denn, wenn wir überhaupt Paketverluste haben können. Wenn wir Paketverluste haben, dann nützen uns weder die Acknowledgements etwas, noch Prüfsummen, noch Sequenznummern. Dann wissen wir einfach nicht, dass etwas unterwegs war. Aber der Sender weiß, dass innerhalb von einer gewissen Zeit eigentlich eine Antwort ankommen müsste. Und daher haben wir jetzt auch noch das Mittel des Timeouts. Das heißt, wenn wir einfach eine gewisse Zeit lang warten und in der dieser Zeit kein Acknowledgement ankommt, dann bedeutet das, dass die Nachricht, entweder die Nachricht oder das Acknowledgement nicht angekommen sind, die verloren gegangen sind und wir sie erneut senden müssen. Und dann kann es natürlich Duplikate geben, die erkennen wir wieder mit den Sequenznummern, aber das ist kein Problem. Der Timeout, der funktioniert ganz gut, weil es einfach unsere Grundzustände einfach sehr weit reduziert. Wo haben wir das? Eigentlich müssen wir da ja nur noch drauf warten. Ich will das nicht nochmal durchgehen, das hatten wir das letzte Mal, aber jedenfalls, entweder kommt ein Timeout, also wenn wir etwas verschickt haben, der Sequenz Nummer 0, dann warten wir so lange auf ein Acknowledgement, bis es eben kommt. Wenn es ein Acknowledgement ist, ist es nicht korrupt, dann gehen wir weiter zur nächsten Sequenznummer. Ansonsten machen wir gar nichts, wenn es korrupt ist oder das Falsche bestätigt wurde. Oder, also wir verbleiben in dem Zustand und aus diesem Zustand kommen wir eben erneut raus, wenn wir einen Timeout starten. Und dann schicken wir die Datei erneut, die Nachricht erneut und wir warten einfach so lange darauf, bis diese uns bestätigt wurde. Also es erleichtert das Ganze ein bisschen. Wir haben auch gesehen, dass das zwar funktioniert. Okay, also was haben wir? Wir haben Prüfsummen, damit erkennen wir Fehler. Wir haben Acknowledgements und Negative Acknowledgements, damit erkennen wir, ob die Nachricht richtig angekommen ist oder nicht. Die Negative Acknowledgements können wir weglassen, sodass wir mit Sequence-Numbern und Acknowledgements quasi bestätigen können, was alles haben wir bisher erhalten und was erwarten wir als nächstes. Und damit wissen beide,
also zumindest der Sender weiß dann, dass alle Nachrichten, die acknowledged wurden, ab da und rückwirkend alle empfangen wurden. Das ist schon ganz gut. Damit wir es etwas effizienter gestalten können und die Bandbreite besser ausnutzen, können wir mehrere Pakete auf das Band legen und abschicken, obwohl wir offene Acknowledgements haben. Und eben diese offenen Acknowledgements anzugehen, da gibt es zwei Ansätze. Einmal dieses Go Back N oder das Selective Repeat. Beim Go Back N ist der Grundgedanke, dass wir nur die Pakete betrachten. Also wir halten da einen einzigen Timer für das älteste unbestätigte Paket und alle Pakete, die eingehen, schauen wir dementsprechend an. Ist es das Paket, das wir wirklich als nächstes erwarten? Also ist es das auf der Empfängerseite, zu dem wir jetzt eben das Paket erwarten? Wenn nicht, schmeißen wir es weg und bestätigen quasi unseren alten Stand. Wo ist der hier, der Empfänger? Genau, das der wartet einfach. Also wenn Nachrichten reinkommen und es ist das Paket, das wir erwartet haben, leiten wir es dann die Anwendung weiter. Wir bestätigen es mit dem Acknowledgement und setzen den Zähler weiter hoch, sodass wir das nächste Paket erwarten. Acknowledgement verschicken wir hier. Und wenn irgendetwas anderes kommt, ein neueres Paket, ein älteres Paket, aber irgendetwas, jedenfalls ein Paket, nicht das, was genau erwartet wird, dann verschicken wir unser altes Acknowledgement und sagen, bis dahin habe ich es erwartet, bekommen, jetzt erwarte ich als nächstes dieses Paket, schick mir das doch. Und auf der Senderseite kann es passieren, dass eben viele Pakete schon auf dem Weg sind und irgendwann erfolgt zu irgendeinem dieser Pakete, eigentlich zu dem ersten, und dazu haben wir den Timer, ein Timeout, wenn es nicht angekommen ist, und dann werden alle Pakete von der Base, also das letzte unbestätigte, das älteste unbestätigte Paket bis zu den Paketen, die wir seitdem verschickt haben, alles nochmal neu gesendet. Also alles auf einmal, aber mehr Traffic, aber weniger Zustandsverwaltung. Leichter zu implementieren. Dem gegenübergesetzt war ja Selective Repeat. Das verwendet für jedes Paket, das wir in unserem Sendefenster haben, einen einzelnen Timer. Und für jedes dieser einzelnen Pakete kann es eigene Acknowledgements geben. Und der Sender, der betrachtet eben diese einzelnen individuellen Pakete unterschiedlich. Und wenn für eins dieser Pakete ein Timeout erfolgt, schickt er dieses eine erneut. Und sobald alles irgendwie zusammengehörig bestätigt wurde, verschiebt er sein Fenster eben so, dass das am Fensteranfang immer das älteste unbestätigte Paket liegt. Und der Empfänger, was muss der machen? Der muss einfach für sich intern puffern, die Pakete in dem Speicher halten, die bestätigen, die er hat oder die er bekommen hat. Und sobald alles in der Reihenfolge richtig angekommen ist, leitet er es nach oben weiter. Also diese zwei Optionen gibt es, entweder nur ein Timer für quasi das älteste unbestätigte Paket auf der Senderseite oder pro Paket einen einzelnen Timer. Das waren die verschiedenen Möglichkeiten, die wir kennengelernt haben. Letztlich, was haben wir? Wir haben die Prüfsumme, also ganz, ganz zuallererst, um die Prozesse adressieren zu können. Für TCP und UDP haben wir die Ports, das wurde eingeführt. Wir haben die Prüfsumme, um die Validität des Pakets zu bestätigen. Dann haben wir die Acknowledgements, um zu bestätigen, dass das Paket erhalten wurde, kombiniert mit den Sequenznummern, falls wir doppelte Übertragung haben, und eben ein Timeout, um ganz gänzlich verloren gegangene Pakete wieder berücksichtigen zu können und zu erfahren, aha, eine Bestätigung kam nicht an, ich muss das nochmal senden. Dann Optimierungsmöglichkeit, Go Back N oder Selective Repeat. Und das sind so die Möglichkeiten, die wir haben. Und diese Werkzeuge kennen Sie jetzt, ja, das können Sie jetzt für verschiedene Protokolle umsetzen. Also wenn Sie jetzt Ihr eigenes Transport Layer Protokoll implementieren möchten oder konzipieren möchten, dann könnten Sie unter anderem diese Elemente zusammen kombinieren, und manches davon verwendet auch TCP. Das werden wir gleich sehen, nicht alles, irgendwo muss es ja auch Entscheidungen treffen, aber TCP ist an sich mehrfach in verschiedenen Dokumenten, verschiedenen Requests for Comments spezifiziert worden, da ist klar festgehalten, wie das funktioniert.
Und wir werden quasi jetzt, und da begannen wir ja das letzte Mal schon, kennenlernen, wie das aufgebaut ist, wie das funktioniert und welche Elemente es dabei verwendet. Was es verwendet, ist erstmal also wieder dieselben Ziele, Punkt zu Punkt, also Prozess zu Prozess Kommunikation. Wir verwenden wieder die Ports. Wir haben die zuverlässige Zustellung der Nachrichten, die Reihenfolge erhaltende Zustellung. Das heißt, wir werden auch hier Sequenznummern verwenden, um eben die Reihenfolge erkennen zu können, um erkennen zu können, ob jetzt Pakete verloren gegangen sind in diesem Strom. Auch hier wird Pipelining verwendet. Das ist etwas spezieller, das ist etwas nach hinten verschoben. Was wir auch haben, um eben Sequenznummern verwenden zu können, müssen beide Knoten, die miteinander kommunizieren wollen, ja wissen, was ist denn der Beginn des Bytestroms. Sie müssen beide wissen, wo geht es denn los, dass auch das erste Paket, das versendet wird, schon als verloren erkannt werden kann. Und dazu gibt es initial ein Handshaking, was eben dazu genutzt wird, um die Sequenznummern zu initialisieren, sich bekannt zu machen. Und wenn das fehlschlägt, also wenn das allererste Handshake schon fehlschlägt, dann gibt es keine Kommunikation, dann muss man es halt erneut machen. Aber wenn es einmal erfolgreich durchgeführt wurde, dann sind die nachfolgenden Pakete über diese in diesem zuverlässigen Bytestrom schon abgedeckt. Okay, wir werden uns noch anschauen, genau wie Flusskontrolle, also wie der Empfänger nicht überladen wird und wie die Überlastkontrolle, also das Netzwerk nicht überladen wird. Das hatten wir ja schon das letzte Mal angefangen. Wir sind darauf eingegangen, welche Elemente wir in dem Header haben von TCP. Also wenn Sie das so sehen, ne, behalten Sie nochmal im Hinterkopf, das ist ein TCP-Paket. Intern hat es ein Payload, also wenn wir jetzt sagen wir mal, wir hätten ein HTTP-Paket als über TCP verschickt, dann würde unser HTTP-Paket hier drin sein, das heißt, HTTP hätte selbst ein, das sind unsere Nutzdaten, hier würde uns irgendwo unser HTTP-Header beginnen und hier die eigentlichen Daten, die man von der Webseite möchte. Falls es eine Antwort ist oder so, oder Request-Information. Und das ist der TCP-Header, das ist der Anwendungs-Layer-Header und wenn man sich das so schichtenartig vorüberlegt, also dann haben wir hier unser Anwendungspaket mit dem HTTP-Header vielleicht oder SMTP oder was auch immer. Das wird gekapselt in einem TCP-Paket. Mit dem TCP-Header, das wird dann gekapselt mit dem IP-Paket und das wird dann gekapselt, falls je nachdem über welches Medium es gelangt, auch in einem Ethernet oder 802.11-Paket. Ethernet, genau. Okay, also Ihr Paket wächst und wächst und letztlich ist die Paketgröße auch dadurch determiniert, welche Größen es im Ethernet maximal geben kann. Da gibt es maximale Vorgaben, wie groß so ein Paket sein darf. Bei IP gibt es maximale Größen, wie groß so ein Paket sein darf. Und TCP mit dem Inhalt muss eben diese Einschränkungen einhalten. Und daher haben wir oft feste maximale Größen für die Pakete. Und genau, und daher kann es passieren, dass wenn die HTTP-Nachricht eben unsere Anwendungsnachricht größer ist, das ist ja ein Byte-Strom, ja, man nimmt an, das kann beliebig groß werden, dann sorgt TCP dafür, dass es in handliche Häppchen, sogenannte Segmente, eben aufgeteilt wird und Segment für Segment das Ganze verschickt wird. Das sieht dann eben hier aus, dass wir in diesem Byte-Strom kontinuierlich die Pakete, die Bytes durchnummerieren. Das ist die Änderung im Vergleich zu. Naja. Gut. Ich habe das schon mal vorbereitet. Ah ja, das ist ganz abgestürzt. Gut. Nee, das wollte ich eigentlich nicht speichern. Mhm. Wunder der Technik. So. Okay. So, wo waren wir?
vollgemalt, aber so. Ja. Okay, was hatten wir also hier drin in dem Paket? Das ist recht wichtig. Das könnte sein, dass Sie irgendwann mal das im Leben gefragt werden. Wie ist so ein Header aufgebaut? Warum ist das relevant? Wie wird es genutzt? Was wir auf jeden Fall erstmal haben, sind die Ports zur Identifizierung der Prozesse, von wo sie kommen auf dem Host, zu welchem sie gehen. Die Sequenznummern, das ist eben das Wichtige und auch anders als in den vorigen Vorlesungen. Die Pakete sind nicht einzeln nummeriert, sondern das zeigt wirklich an, wo im Byte-Strom bin ich. Also wenn ich jetzt hier den Wert Sequenznummer n habe und ich versende 100 Byte, dann ist meine nächste Sequenznummer n plus 100. Es gibt wirklich die nummerierte Byte-Anzahl. Acknowledgement Number, das ist das, was von der Gegenseite eben bestätigt wurde. Auch das ist jetzt ein bisschen anders als von eben. Das bestätigt, das gibt an, welches Byte in dem Byte-Strom, das von der anderen Seite als nächstes erwartet wird. Das heißt, alle Bytes davor wurden erhalten und das nächste, was wir eben erwarten, ist hier angegeben. Dann haben wir die Prüfsumme, die ist immer dabei. Headerlänge ist auch dabei, weil wir hier Optionen haben und daher dazu eine das auch eben beliebig lang werden kann. Und daher müssen wir wissen, ab wo beginnen die Daten, wo enden die Optionen. Und dann haben wir einige Flex, von denen hauptsächlich diese ersten, also einmal das Eckflag ist relevant, das gibt an, ob denn der Wert unter Acknowledgement Number betrachtet werden soll oder nicht. Manchmal will man ja nichts acknowledgen. Und diese drei Reset, Syn und Fin, die werden zum Aufbau und zum Abbau einer Verbindung genutzt. Und das schauen wir uns mal heute an, wie das funktioniert. Die anderen zwei Pointer, also die zwei anderen zwei Flags, Urgent und Push, und sowie der Urgent Data Pointer, die werden seltener verwendet, weil historisch gesehen wurde es mal vorgesehen, dass man irgendwie Pakete besonders behandeln kann im Netzwerk, aber durch die Netzneutralität und so ist es nicht wirklich zum Tragen gekommen und jetzt hat man diese Funktionalität, die man darüber realisieren wollte, auch in die Anwendungsschichten verschoben, braucht man nicht mehr. Okay, also hier sind wir fast letztes Mal stehen geblieben. Hier mal das Beispiel. Nutzer A und B hatten schon ihr initiales Handshake durchgeführt. Und hier immer die wichtige Nachricht, die Sequenznummer angeben, die Bytes an in dem Byte-Strom, der referenziert wird. Das heißt, Host A sagt, hier beginnt aus dem Byte-Strom ab Position 42 die Übertragung und ich übertrage nur ein einziges Byte. Und von dir, auch von der Gegenseite, also vom B, erwarte ich als Neuübertragung ab Byte 79 in deinem Datenstrom. Und der Knoten B erhält die Daten, bestätigt das. Das heißt, er bestätigt, ich habe alles von dir bis Byte 42 erhalten und als nächstes erwarte ich die 43, also Byte Nummer 43. Und ich sende dir jetzt aus meinem Byte-Strom Byte Nummer 79 und das ist auch nur ein Byte groß. Nehmen wir mal immer noch das Beispiel, wir verschicken hier mal 3 Bytes, dann ist es immer noch beginnend ab 79. Wir würden aber nicht 80 bestätigen, sondern als nächstes erwarten wir Byte Nummer 82. Also weil wir haben Bytes 79, 80 und 81 bekommen. Okay. Was passiert mit was passiert denn mit Bytes, die vorher oder nachher ankommen, also die nicht in der Reihenfolge ankommen? Das ist nicht ganz spezifiziert, also das ist offen gehalten, das hängt je nach Implementierung ab, wie damit umgegangen wird. Dazu gibt es aber auch mehrere Möglichkeiten, wie reagiert werden kann, das werden wir gleich sehen. Das Ziel ist aber dennoch, und es wird auch erreicht, dass TCP die Reihenfolge am Ende erhält, das heißt, jedes Paket empfängt, sortiert und auch bestätigt, dass alles bis dahin empfangen wurde. Schauen wir uns also an, wie ist das einzelne Vorgehen. Und jetzt werden wir in dieser Vorlesung eben diese verschiedenen Elemente durchgehen. Das heißt, wir schauen uns erstmal an,
was liefert es, also diesen zuverlässigen Datentransfer, also wirklich Prozess-zu-Prozess-Ebene, Reihenfolge und kein Datenverlust. Aufbauend auf IP, das heißt auf dem unzuverlässigen Datentransfer von IP, das ist die Internetprotokoll, das ist das Internetprotokoll auf der Netzwerkschichtebene, was eben diese Host-to-Host-Kommunikation ermöglicht über mehrere Hops. Und TCP realisiert darüber hinaus noch die Prozess-zu-Prozess-Kommunikation. Wir haben Übertragungswiederholungen. Falls irgendwelche, also oder anders, es werden auch hier verschiedene Segmente oder Pakete auf den Weg geschickt, um eben die Bandbreite besser auszunutzen. Dabei kann es natürlich vorkommen, dass einzelne davon verloren gehen und oder Acknowledgements nicht ankommen. Und das hatten wir ja schon vorher gesehen, erzeugt entweder doppelte Acknowledgements. Also wenn ich jetzt sagen wir mal, ich erhalte ein Acknowledgement nicht. Dazu gibt es dann ein Timeout, also ich muss die Daten nochmal schicken. Das heißt, es gibt eine Wiederholung der Übertragung und ich kann mehrfache Acknowledgements eben zu einem Objekt, zu einem Paket bekommen. Oder wenn eine Nachricht fehlerhaft war, dann wird sie auch als korrupt erkannt und dann würde man auch die vorige Nachricht bestätigen und sagen, ich erwarte immer noch, dass die Nachricht ab dem Byte XY, das was eben der Acknowledgement Number steht. Was gibt es auch hier? Das hatten wir auch betrachtet, wie bei den, ich glaube, das hatten wir betrachtet, ja. Also ein Acknowledgement, das gesetzt wird, wenn ich jetzt folgende Pakete empfange, dann muss ich nicht jedes, als Empfänger muss ich nicht jedes einzelne bestätigen, sondern es reicht, wenn ich das letzte bestätige und damit auch Aussage, alles zuvor habe ich komplett erhalten. Also kumulative Acts Acknowledgement gibt es, das heißt, die früh mehrere Pakete bestätigen. Es wird ein einziger Timer verwendet für die Übertragungswiederholungen, das heißt, hier wird ein Go-Back-N verwendet und nicht das Selective Repeat, das heißt, wir haben nur einen einzigen Timer, der auftreten kann. Das heißt, lassen Sie sich nicht verwirren, wenn wir vorher die ganzen Optionen kennengelernt haben. TCP macht seine eigene Lösung, verwendet manches, aber eben nicht alles. Also TCP verwendet das Go-Back-N-Prinzip. Und zunächst in dieser Betrachtung bauen wir jetzt mal das Verständnis von TCP nach und nach auf. Das heißt, wir ignorieren mal doppelte Acknowledgements, wir ignorieren auch diese Fluss- und Überlastkontrolle. Das heißt, wie man den Empfänger und das Netzwerk vor Überlast schützt. Also schauen wir uns erstmal an, wie realisiert TCP den zuverlässigen, Reihenfolge erhaltenden Transfer. Dazu schauen wir uns erstmal an, wie sieht es aus von der Anwendungsebene. Also ne, wir haben ja so eine Schicht, TCP ist eine Schicht und das wird von der Anwendung genutzt und hat selbst die Möglichkeit, die Netzwerkschicht darunter zu nutzen. Was machen wir, wenn wir von der Anwendung eine Nachricht bekommen? Also in den Bytestrom kommen neue Inhalte rein. Dann erzeugen wir ein Segment eben einer festen Größe und geben der eine Sequenznummer. Und die Sequenznummer beschreibt immer den aktuellen das erste beginnende Byte in dem Datenstrom. Das heißt, wenn wir alles ab hier nach hinten bekommen haben und dieses ist unser neuer Datenstrom, dann wissen wir ja, das nächste Byte, das wir versenden, trägt die Nummer XY und das Segment geht vielleicht bis hier und dann zu diesem nächsten Byte gibt es dann wieder eine neue Sequenznummer. Also wir bestimmen immer, was ist die aktuelle Sequenznummer, Byte-Nummer in dem Datenstrom. Okay, falls wir noch keinen Timeout haben, dann starten wir den. Ansonsten haben wir immer einen Timer für das älteste unbestätigte Segment. Also wie bei GoBackN, wir betrachten immer, was ist das älteste unbestätigte Segment. Und falls wir eben alles bisher bestätigt haben und alle Segmente bisher bestätigt waren, dann sind wir ganz neu und nur in dem Fall würden wir einen neuen Timer starten. Der Timer, beziehungsweise die Laufzeit des Timers heißt Timeout-Intervall. Und es wird dann so verwendet, dass wir wie bei dem Modell, das wir vorab betrachtet haben, wie bei GoBackN,
dass wir einfach, falls der Timer auftritt, das heißt, ein Acknowledgement für das älteste unbestätigte Segment nicht innerhalb dieses Timeout-Intervalls ankommt, dann senden wir erneut das Segment und starten dann den Timer neu. Genau. Und wenn wir jetzt den Acknowledgement erhalten, dann ist es auch wie bei GoBackN, dass wir damit mehrere unbestätigte Daten eventuell bestätigt bekommen. Also ne, wenn jetzt wir jetzt diese drei Segmente verschicken und es kommt jetzt ein Acknowledgement für das dritte an, dann bedeutet das, dass sowohl alles zuvor positiv erhalten wurde und unser neues unsere neue Base, unser neuer Segment, ältestes Segment jetzt eben nach vorne verlegt wird. Das heißt, dann aktualisiert man die Information, welche Segmente wurden bestätigt, man startet den Timer neu, eben, sagen wir mal, hier haben wir neue Segmente, das ist auch ein vollwertiges Segment, sagen wir mal, und für dieses neue, unbestätigte Segment würde man den Timer neu starten und das ist eben unsere neue Base, die wir bei GoBackN hatten. Okay, wie sieht es dann aus? Also wenn wir jetzt vereinfacht haben, was macht der Sender? Das ist jetzt wieder dieses Zustandsdiagramm, nur eben ein bisschen anders dargestellt. Das heißt, wir sind immer in demselben Zustand und jetzt können drei Events auftauchen. Entweder wir sollen Daten versenden, dann im einfachsten Modell erzeugen wir einfach das neue Segment, nehmen uns die neue Sequenznummer. Falls das erste Nachricht ist, das heißt, alles zuvor bestätigt wurde, dann starten wir auch den Timer neu. Ansonsten verschicken wir es über die untere Schicht, über die IP-Schicht und setzen unsere zukünftige Sequenznummer um so viel vor, wie unsere Daten eben groß waren. Das heißt, unsere Next-Sequence-Number gibt an, wie ist die nächste Byte-Nummer in dem Byte-Strom. Das ist ja das Beispiel gewesen. Sagen wir mal, wir hatten Sequenz Nummer 80 hier. Wir haben jetzt 3 Byte verschickt. Das heißt, die waren jetzt die Bytes 80, 81, 82. Dann würden wir demnächst, also als Next Sequence Nummer die 83 verwenden. Ja, ich glaube, das ist irgendwie nachvollziehbar. Okay, das heißt, jedes Mal, also in diesem vereinfachten Modell, nehmen wir jede Nachricht von oben, packen sie in ein Segment, verschicken sie und berechnen so die Sequenznummern. Dann erwarten wir natürlich Acknowledgements und jetzt bekommen wir das Acknowledgement für die Sequenznummer Y. Falls da fehlt doch irgendwie eine Klammer, oder? Falls wir eine Acknowledgement bekommen, das älter ist als unsere Sendbase, also das älteste unbestätigte, als die älteste unbestätigte Nachricht, dann haben wir die irgendwann schon mal bekommen, das war ja schon unsere Annahme, alles bis zur Sendbase wurde schon bestätigt, dann können wir sie ignorieren, das ist einfach ein Duplikat. So, jetzt nehmen wir mal an, wir haben jetzt, unser Y ist größer als Sendbase, das heißt, irgendeins der Objekte, wir haben ja gesagt, wir haben kumulative X, das heißt, wenn das unser Datenstrom ist und das wurde schon bestätigt und hier ist unsere Sendbase, wir haben diese Segmente und jetzt kommt unser Acknowledgement zu diesem hier an. Das heißt, alles bis hierhin wurde bestätigt und das nächste Paket, das wir erwarten, ist eben, das nächste Byte, das wir erwarten, ist das erste Byte des nächsten Segments. Dann heißt es, dass dieses Segment bestätigt wurde und dieses und alles rückwirkend hinter diesem Wert, der im Acknowledgement steht. Das heißt, wir passen unser Sendbase an. Das erste Byte, das wir noch nicht bestätigt haben, ist eben das erste Byte von dem Segment, das von dem Empfänger erwartet wird. Das ist ja die Acknowledgement-Nummer. Und falls es eben existiert, also falls es wirklich schon verschickt wurde, dann starten wir den Timer neu. Also eigentlich sehr ähnlich zu dem, was wir schon vorher hatten in diesem einfachen Beispiel, nur dass wir eben hier mit ganzen Bytes rechnen und die Byte-Nummer im Byte-Strom angeben und nicht die Paketnummer.
sondern die Byte-Nummer im Byte-Strom, sowohl bei der Sequenznummer-Auswahl als bei der Acknowledgement, wo wir eben angeben, was ist das nächste erwartete Byte. Okay, so, wie würden Sie denn jetzt den Timeout wählen? Fünf Sekunden? 10 Millisekunden? Ja? Eine Roundtrip-Time, genau, also fast, ja. Also es ist schon mal gut, es von der Roundtrip-Time abhängig zu gestalten, weil wir können ja verschiedene Netzwerke haben. Wenn wir jetzt so eine interplanetare Kommunikation haben oder zu Satelliten, dann haben wir irgendwelche Sekundenübertragungen. Und dann bräuchten wir eine große Timeout. Wenn wir aber in einem Rechnernetz sind, Rechenzentrum, dann haben wir so im einstelligen Millisekundenbereich Roundtrip-Times, da brauchen wir einen kleinen Wert. Und idealerweise sollten wir das also von der aktuellen Roundtrip-Time abhängig machen. Wie erfahren wir denn? Woher wissen wir denn, wie unsere Roundtrip-Time ist? Ja? Ja. Also eine Möglichkeit ist, genau, dass man es beim Handshake dann aushandelt, feststellt, kennenlernt, misst. Jetzt kann es aber natürlich sein, dass wir, wie so häufig, natürlich im fahrenden Auto unterwegs sind. Unsere Roundtrip-Time ändert sich über die Zeit hinweg. Vielleicht ist auch das Netzwerk etwas weiter belastet, sind viele Puffer dazwischen, die Pufferstände wachsen. Das heißt, man braucht mehr Zeit in diesen einzelnen Zwischenstationen. Und die Roundtrip-Time verändert sich. Das heißt, unser initial gewählter Wert ist nicht mehr gut. Wie kommen wir an einen guten Wert dann dran? Ja? Genau, wir können einfach die ganze Zeit die Roundtrip-Time messen. Und wie können wir das machen? Ja? Genau, also wir können einfach die kontinuierliche Messung der Roundtrip-Time so vornehmen, dass wir zu jedem Paket uns einfach anschauen, wann haben wir das Paket mit Sequenznummer X losgeschickt und wann kommt das Acknowledgement zu diesem Paket mit der Sequenznummer X zurück. Und dann haben wir genau lokal gemessen, Absendezeitpunkt des unser Pakets, Ankunft des Acknowledgements, einmal hin, einmal zurück, eine Roundtrip-Time und pro Paket beziehungsweise pro Acknowledgement können wir damit eine Roundtrip-Time erheben. Und das können wir jetzt eben verwenden, um eine adaptive Berechnung oder adaptive Angabe des Timeouts zu realisieren. Was sind die Erkenntnisse? Also auf jeden Fall soll natürlich der Timeout größer sein als die Roundtrip-Time, weil sonst kriegen wir ständig Timeouts, aber auch nicht zu groß. Das heißt, es sollte schon von der Roundtrip-Time abhängen. Und wie können wir damit umgehen? Also wie genau bestimmen wir das? Jetzt haben wir ja schon vorweggenommen, wie wir das erstmal schätzen können. Und zwar ist es eben, dass die Zeit bei dem Absender des Segments bis zum Empfangen des dazugehörigen Acknowledgements. Und es ist wichtig, dass eben nur ein Knoten das für sich bestimmt und jeder Knoten kann das für sich bestimmen. Aber die müssen nicht miteinander ihre Uhren abgleichen. Ja, weil also Synchronisierung zwischen Knoten im verteilten System ist sowieso sehr kompliziert. Aber hier reicht es, dass jeder Knoten seine Uhr hat, schaut auf die Uhr, wann habe ich das Paket abgeschickt, wann kommt der Acknowledgement rein. Und dann hat man eben eine Roundtrip-Time gemessen. Und wenn die Uhren der anderen Knoten anders gehen, stört uns das nicht. Um ein bisschen Fehler rauszunehmen, Übertragungswiederholungen werden ignoriert. Und diese Sample Roundtrip-Time, die verändert sich über verschiedene Messungen. Und wie verarbeiten wir jetzt diese verschiedenen Einzelmessungen? Die kann ja beliebig springen in der Zeit, mal ist sie 15 Millisekunden, mal 20, mal 25, dann wieder 18, dann wieder. Also die wackelt um gewisse Werte herum. Das sind so vielleicht Messwerte. Okay. Und jetzt müssen wir daraus aber einen möglichst stabilen Timeout wählen, der oft gut funktioniert. Und dazu kann man dann so vorgehen, dass man einen geglätteten Roundtrip-Time, sogenannten Estimated Roundtrip-Time berechnet,
indem man die aktuelle Messung mit dem Faktor Alpha, also ein Achtel zum Beispiel, reinnimmt und den alten geglätteten Wert mit 7 Achtel reinnimmt. Das heißt, das ist ein exponentiell gewichtetes Moving Average, also es gibt ein Fenster, über das eben ein Durchschnitt gebildet wird, und zwar immer über die letzten 8, nicht ganz letzten 8 Werte, aber eigentlich dieser frühere Wert fließt eben zu 7 Achtel rein und daher kommt das Ganze exponentiell abfallen der Bedeutung rein. Wie sieht das dann aus? Also wenn wir jetzt diese verschiedenen Messwerte haben, dann würden die lilanen Punkte angeben, wie sich dabei der Estimated Roundtrip Time ändert. Das heißt, auch wenn wir mal Ausreißer haben, ändert sich der Wert der Messung, also das Estimated Roundtrip Time, nicht so stark, sondern das ist dann recht kontinuierlich, aber es ändert sich auch doch über die Zeit hinweg und es passt sich auch an und es ist dynamisch genug, um sich eben an die verschiedenen Netzwerkeigenschaften anzupassen, aber auch adaptiv genug, aber auch kontinuierlich genug, um nicht zu stark zu schwanken, weil sonst hätte man pro Paket ein Verhalten und nicht für den Datenstrom. Also man möchte sowohl Stabilität als auch Anpassungsfähigkeit und das hat man mit diesem gewichteten Durchschnitt drin. Also, das ist die Formel, Alpha mal aktueller Wert mal plus 1 minus Alpha mal der vorige Wert. So, und jetzt müssen wir überlegen, so, wenn das dieser Estimated Roundtrip Time ist, wie sollen wir denn dazu unsere Timeout wählen? Sollen wir den doppelt so hoch wählen? Oder eineinhalb mal so hoch? Also ist unser Timeout hier? Oder, also wenn sich das hier so bewegt, oder doppelt so hoch? Und um das zu bestimmen, ist es natürlich sinnvoll zu wissen, wie stark schwankt das denn? Ist es ein Wert, der sehr eng an, ich male mal hier eine andere Kurve, ist es ein Wert, der sehr eng, wo die Werte sehr eng um den Mittelwert herum schwanken, dann könnten wir auch einfach nur ein bisschen höheren Timeout wählen. Oder ist es ein Verhalten, das eben sehr starke Streuung hat und daher man nicht einfach das Ganze doppelt so hoch wählen soll, sondern deutlich größer. Das heißt, wir müssen berücksichtigen, wie stark die Werte um den Mittelwert, um diesen Estimated Roundtrip Time herum schwanken. Und wie bestimmt man die Schwankung? Indem man sich anschaut, wie die durchschnittliche Schwankung ist. Die durchschnittliche Schwankung ist der aktuell gemessene Wert minus dem erwarteten Wert, also das ist dieser Estimated. Und das Ganze im Betrag, das heißt, ob der jetzt drüber oder drunter liegt, fällt weg, sondern wir kriegen die aktuelle Schwankung, die aktuelle Abweichung von unserem Erwartungswert. Und nun berechnen wir so eine Art erwartete Schwankung, der auch über die Zeit hinweg mit diesem exponentiell abfallenden Mittelwert berechnet wird. Und wir berechnen die aktuell gemessene Schwankung mit dem Faktor 0, also ein Viertel, und den vorigen gemessenen durchschnittlichen Schwankungswert mit 3 Vierteln. So dass auch dieser Schwankungswert sich über die Zeit ändert. Also wenn wir mehr Schwankung bekommen, dann passt sich auch dieser Schwankungswert an. Etwas schneller sogar als unser Durchschnitt. Und wir haben so jetzt sowohl den Durchschnitt berechnet, den Estimated Roundtrip Time, als auch die erwartete Schwankung. Und das Timeout-Intervall wird in TCP dann so verwendet, dass man den aktuellen erwarteten Roundtrip-Time verwendet, plus das Vierfache der durchschnittlichen Schwankung, die wir bisher berechnet haben. Das heißt, wenn Sie eben einen möglichst an einem Durchschnittswert gelegenen Wert haben, dann ist der Timeout vielleicht hier oben, also nur ein bisschen drüber. Wenn Sie jetzt starke Schwankungen haben, dann ist der Timeout auch deutlich drüber. Okay, das heißt, wir haben jetzt ein Verfahren, um die durchschnittliche Roundtrip-Time zu erfassen, um die durchschnittliche Schwankung zu bestimmen und daraus aus diesen beiden Werten eben unser Timeout-Intervall bestimmt. Und es passt sich jetzt je nach Netzwerktyp eben an.
automatisch und dann braucht man eben nicht unterschiedliche Vorgaben für unterschiedliche Netzwerke. Das ist immer das Schöne an dem Adaptiven, dass es selbst erkennt, wie es sich idealerweise einstellen soll. Wie sieht es dann aus, wenn wir zum Beispiel wenn wir einen normalen Zustand hätten, das heißt, wir haben Nachrichten gesendet, Sequenznummer 92, 8 Byte Daten verschickt, die wurden erhalten, das heißt, der Knoten B hat jetzt die Bytes 92 bis 99 bekommen, er schickt daher als Acknowledgement 100 zurück, er erwartet als nächstes Byte im Byte-Strom das Byte mit der Nummer 100, geht jetzt verloren. Dann haben wir hier unseren Timeout und falls es eben innerhalb eines Timeouts kein Acknowledgement gab, dann werden die Daten nochmal neu verschickt. Genau das, was wir also auch als einen Mechanismus vorab gesehen haben, als ein Werkzeug, um eben verloren gehende Acknowledgements abzudecken. Einfach ein Timeout, jetzt mit unserem guten Timeout-Wert. Also Timeout und erneutes Senden. Okay. Was passiert, wenn wir unser Timeout zu klein wählen würden? Dann hätten wir folgenden Fall. Also wir haben ja Pipelining, wir schicken die Pakete hintereinander, wir packen sie aufs Band. Das heißt hier beginnend ab Byte mit der Sequenznummer 92, 8 Byte. Dann später nochmal im Byte-Strom mit der Sequenznummer 100, also das ist das nächste Byte. Und jetzt 20 Bytes. Und das wird jeweils erhalten, aber unser Timeout hier war zu kurz gewählt, so dass wir eben zu dem ältesten Paket, das verloren gegangen war, ein erneutes Senden zustellen müssen. Also wir müssen es erneut senden und hier wird unser Paket erneut gesendet und jetzt ist das Besondere, dass daher lassen Sie sich nur nicht verwirren mit diesem GoBackN. Da muss man komplett alles schicken. Beim Selective Repeat konnte man einzeln schicken. Hier gibt es bei TCP aber noch kleine Zeiten, wie lange die Daten zwischengespeichert werden. Das heißt, hier wurde schon alles erhalten. Also hier schicken wir das älteste Paket nochmal. Und der Host B hat ja schon hier bestätigt, dass er alles erhalten hatte. Bekommt die Daten hier erneut und bestätigt sie einfach normal, weil das nächste Byte, das er erwartet, beginnt eben der Sequenznummer 120. Okay. Also es ist nicht so tragisch, wenn ein zu kurzer Timeout gewählt wurde, weil dann haben wir zwar mehr Übertragungen, aber das wird sich ja wieder einpendeln. Was passiert? Genau, wenn der Empfänger, wenn Acknowledgements verloren gehen und hier spielen die zwei Aspekte rein. Einmal, dass der Host B ja eben seinen Datenbestand aufbaut. Also hier hat er alles bis Paket mit der Byte, also alles bis Byte 99 erhalten, von 92 bis 99. Hier wurde es dann eben vervollständigt, also so, dass er alles von 92 bis 99 sowie von 100 bis 119 erhalten hat. Das heißt, er bestätigt hier mit seinem Acknowledgement, dass er als nächstes Byte die 120 erwartet. Und dadurch, dass wir ein kumulatives ACK haben, reicht es aus bei dem Empfänger, bei dem Sender, dass er sieht alles bis 120 wurde empfangen und das nächste erwartet Byte ist 120. Okay, also nochmal die verschiedenen Möglichkeiten, wann wird ein Acknowledgement erzeugt und da ist TCP etwas besonders. Also wenn alles in der richtigen Reihenfolge erhalten wurde, also wenn der Empfänger sieht, dass die Pakete Stück für Stück eingehen, dann wartet er erstmal 500 Millisekunden, ob denn noch weitere Segmente eingehen, es wird nicht für jedes Segment ein Acknowledgement geschickt, sondern es wird immer noch 500 Millisekunden gewartet, ob da noch was kommt. Und wenn ja, dann würde man das neue Segment bestätigen, wenn es passt. Und erst wenn nach 500 Millisekunden nichts mehr kommt,
erst dann wird ein Acknowledgement gesendet und signalisiert, welches nächste Byte erwartet wird. Okay, wenn jetzt, genau, das habe ich jetzt quasi, also das ist das erste Paket, okay, ist jetzt ein bisschen, also ist das erste Segment und das sind alle weiterführenden Segmente innerhalb dieses 500 Millisekunden Fensters. Genau, also das heißt, hier würde man, genau beim ersten würde man noch warten und beim zweiten würde man die dann bestätigen, dass man eben alles bis dahin empfangen hat. Dann können wir noch haben, dass einige, also das ist alles in der richtigen Reihenfolge. Also die ersten beiden Schritte beschreiben den Zustand, dass wir alles in der richtigen Reihenfolge erhalten haben. Und jetzt kommt der Zustand, dass wir ein Segment außerhalb der Reihenfolge erhalten. Das heißt, eines wurde übersprungen oder mehrere wurden übersprungen. Das heißt, da ist eine Lücke aufgetreten, es fehlt, ist ein Paket verloren gegangen. Dann würde man, also das male ich mal auf, ja, hier hatten wir bisher das bestätigt, das war schon acknowledged. Wir haben angegeben, als nächstes erwarten wir dieses Byte und jetzt kommt aber dieses hier an, also dieses hier. Ja. Das heißt, wir haben erkannt, jetzt ist ein Paket verloren gegangen. Dann würden wir dieses Acknowledgement nochmal schicken und nochmal betonen, das ist das nächste Acknowledgement, das ist das nächste Byte, das wir erwarten. Genau. Und damit signalisieren wir dem initialen Sender, dass da ein Paket verloren gegangen ist. So, und jetzt kommt dieses Paket an. Ja, jetzt kommt, wir haben immer noch das Zwischen, das ist besonders in TCP, im Unterschied zu Go Back N, wir haben das noch zwischengepuffert. Jetzt kommt das Paket an, also mit diesem Schritt Nummer 4. Das ist jetzt auch ausgefüllt, dann würden wir das hier acknowledgen. Und es liegen alle Bytes lückenlos vor und dann würden wir eben als Acknowledgement das Byte angeben, das uns als nächstes, das wir eben als nächstes erwarten. Das heißt, TCP geht da so einen Zwischenweg zwischen Go Back N und Selective Repeat. Wir haben zwar nur einen Timer, wir speichern aber die empfangenen Segmente zwischen. Das macht das Ganze etwas komplizierter, hat aber Performance-Vorteile. Okay. Was kann alles passieren? Jetzt haben wir die Eigenschaft haben, dass eigentlich so ein Timeout sehr lang ist und dass wir die Gelegenheit haben möchten, um vorab, wenn der Empfänger schon erkennt, da ist jetzt noch ein Paket übersprungen worden und ich kriege jetzt immer Pakete oder Segmente mit fortlaufenden Sequenznummern. Also dieses Paket wurde empfangen, dieses hier nicht und jetzt empfange ich immer wieder Segmente, die Lücke auslassen und aber fortzählen. Dann würde es eigentlich recht lange dauern, bis dieses fehlende Paket ein Timeout erzeugt und der Empfänger weiß ja, dass ein Paket verloren gegangen ist. Deshalb besteht die Möglichkeit, Paketverluste durch doppelte Acknowledgements zu signalisieren. Und der Sender, also was würde dann passieren? Sagen wir mal, dieses Paket wurde empfangen und bestätigt, das heißt, hierzu wurde ein Acknowledgement geschickt. Dann empfängt der Sender dieses erste mit dem Häkchen. Welches Acknowledgement schickt er dann? Dann schickt er immer noch das Acknowledgement, ich erwarte aber dieses Byte als nächstes. Dann bekommt er das nächste Paket, hier das da. Und dann würde er immer noch sagen, ich erwarte aber dieses Paket. Das heißt, es gibt doppelte und mehrfache Acknowledgement für eine Acknowledgement-Nummer, also es wird immer wieder angegeben, dieses ist das nächste Byte, das ich erwarte. Und das sind eben dann diese doppelten Acknowledgement für denselben Wert. Und wenn der Sender 3 Duplikate eines Acknowledgements erhält, das ist ein bisschen blöd ausgedrückt, das heißt, wenn ein Sender 3 Doppelacks empfängt, und das ist ein Doppelakt, also 2 doppelte Acknowledgements, kommen wir noch gleich dazu, warum es besonders ist. Dann nimmt er an, dass das Segment verloren gegangen ist, wartet nicht den Timeout ab und schickt es einfach erneut. Und das nächste Mal kommt es dann vielleicht an und dann kann der Empfänger alles
bis dorthin bestätigen, wohin eben ihm die Daten vorliegen. Das nennt man Fast Retransmit, weil es eben innerhalb des Timeouts schon geschehen kann und obwohl der Timeout noch länger dauern würde. So, jetzt das Besondere, das eben das von der Formulierung her etwas umständliche, drei Duplikate eines Acknowledgements. Nehmen wir uns mal dieses Beispiel hier an. Ja. Hier sendet der Sender mit hochsteigender Sequenznummer erstmal 8 Bytes, dann sind wir im Byte schon bei Byte Nummer 100, senden 20 Byte, dann sind wir beim Byte Nummer 120 im Byte-Strom, dann sind wir 15 Byte und dann sind wir, also ne, behalten Sie das immer im Hinterkopf, wir zählen hier die Bytes, 135, nochmal 6 Bytes, also wir sind immer bei den Bytes. So, und jetzt bestätigt der Host B, dass er alles empfangen hat und das nächste Byte, das er erwartet, Byte 100 ist. Das geht aber verloren, dann bestätigt er immer noch, also das ist der Timeline oder der Datenstrom, 92, 100, 120, 135 und 141. Das hier haben wir bestätigt. Dieses Paket ist auch angekommen, das heißt, unser Acknowledgement erfolgt zu Byte 100. Jetzt kommt Paket 120 bis 135 ein. 1, 5, 7... So, jetzt kommt Paket 120 bis 135 ein, dann gibt es nochmal ein Acknowledgement dazu, dann dieses Paket, gibt es nochmal ein Acknowledgement dazu und nochmal dieses, das weitere Paket. Jetzt ist alles bestätigt, beziehungsweise zu jedem neu eingehenden Paket wurde ja unsere Sequenznummer 100 acknowledged, das ist das nächste, die nächste Sequenznummer, die wir erwarten. So, und jetzt haben wir hier drei Doppelacks. Doppelakt Nummer 1 ist hier, Doppelakt Nummer 2 ist hier, Doppelakt Nummer 3 ist da. Das sind drei Doppelacks. Das heißt vier Acknowledgements insgesamt. Daraus liest der Sender, dass eben das Paket verloren gegangen ist, obwohl hier eben ein Timeout, genau, noch länger dauern würde und er hat die Möglichkeit, es eben schneller nochmal neu zu schicken. Auf der Empfängerseite kommt das an und dann hat der Empfänger alles bis dahin erhalten und bestätigt das eben zu diesem Wert, also zu dem Wert 157 ist, glaube ich, der nächste Byte. Nee, ist nicht richtig. Warum steht da 120? Ich glaube, das habe ich irgendwann hinzugefügt, ist aber nicht richtig, weil wir haben ja dieses kumulative Bestätigen. Und das sind die nächste Byte, den wir eigentlich erwarten würden, wäre 157, weil alles ab der 140 plus 16 Byte wurden empfangen und das nächste Byte im Byte-Strom ist erwartet jetzt von die 157. Das sollte ich mal, das werde ich dann im Anschluss der Vorlesung nochmal korrigieren. Okay. Ja. Okay. So, also was sollen wir uns an Informationen mitnehmen? Wir zählen die Bytes in den Sequenznummern und in den Acknowledgements. Der Empfänger speichert sich die Pakete zwischen und bestätigt immer kumulativ, ja, also alles, was empfangen wurde und zurückliegend. Und wir haben diese Timeouts durch die dynamische Berechnung des aktuellen Timeouts und der aktuellen Schwankung. Und wir haben dieses Fast Retransmit. Das Fast Retransmit ist something, ist etwas Neues, was jetzt neu hinzugekommen ist zu den Werkzeugen, die wir vorher nicht betrachtet hatten. Ist aber sinnvoll, um eben das Ganze noch weiter zu beschleunigen, um diese langen, potenziellen langen Timeouts zu vermeiden. Das ist erstmal alles, was Sie eigentlich brauchen, um den zuverlässigen Datentransfer zu gewährleisten. Also jedes Paket kommt an. Das hatten wir mit den Mitteln abgedeckt, Acknowledgements plus Sequence Number. Die Reihenfolge wird erhalten. Dazu haben wir die Sequenznummern. Und sowohl verloren gegangene Pakete als auch Acknowledgements werden abgefangen. Ne?
Wir haben eigentlich alles das, was wir vorher schon hatten, jetzt auf TCP angewandt. Also hat TCP jetzt umgesetzt, eine kleine Mischung aus dem Selective Repeat und Go Back N umgesetzt und plus Selective und plus dieses Fast Retransmit, um eben das Pipelining etwas zu beschleunigen. Das ist erstmal die Basis von TCP und es reicht aus für diesen zuverlässigen Kanal. TCP bietet jetzt aber etwas noch mehr. TCP bietet die zwei weiteren Eigenschaften, und zwar die Flusskontrolle, dass der Empfänger nicht überladen wird, und die Überlastkontrolle, dass das Netzwerk nicht überladen wird. Und das schauen wir uns jetzt mal an, was ist die Flusskontrolle und wie wird es realisiert. Die Flusskontrolle ist hier mit einfachen Worten dargestellt. Also der Sender erfährt, wie viel der Empfänger aufnehmen kann und schickt ihm nicht mehr. Ja, er erfährt eben, wie groß sein Puffer ist, der verbleibende offene Pufferspeicher, und mehr wird eben nicht gesendet. Und was haben wir dazu auf der Empfängerseite? Auf der Empfängerseite haben wir einen Puffer, wo eben die Daten reinkommen und dann an die Anwendung abgegeben werden. Also hier kommen die Daten rein, ja, und theoretisch könnte ich sie ja direkt an die Anwendung weitergeben. Manchmal ist aber die Anwendung blockiert oder was auch immer und ich kann die Daten nicht weitergeben und muss eben in den Puffer behalten. Mein Puffer ist begrenzt, weil einfach die Realität so ist. Und wir für jeden dieser Sockets und dieser Kommunikation einfach nur einen begrenzten Speicher zur Verfügung haben, weil wenn man sich einen Server überlegt, der ganz viele Verbindungen offen hält, dann kann er pro Verbindung einfach nur einen begrenzten Speicher reservieren und daher ist unser Puffer begrenzt. Und dieser Bereich ist also von dem Puffer belegt und wartet darauf, von der Anwendung gelesen zu werden. Und das ist unser Receive-Buffer, das ist die Größe, und das Receive-Window gibt an, wie viel Byte wir noch empfangen können. So, und jetzt ist das Ziel, diese Receive-Window dem Sender zu kommunizieren, damit der weiß, aha, ich darf hier nicht mehr senden, weil sonst ist er voll und kann die Daten nicht verarbeiten. Also das ist mein Maximum, das ich ihm senden darf. Und erst wenn er mir wieder signalisiert, dass er wieder was senden darf, dann kann ich vielleicht mal wieder mehr senden. Das heißt, das dient als zum Abgleichen der Geschwindigkeiten, damit eben der Sender nicht schneller sendet, als der Empfänger verarbeiten kann. Wie geht das vor? Die Annahme, wenn der Puffer voll ist, dann werden die neuen Pakete weggeworfen. Das ist, glaube ich, klar. Also der Puffer stellt einfach nur den Bereich dar, in dem die Pakete verarbeitet werden, alles drüber hinaus. Ne, wenn da Pakete sonst ankommen, werden die weggeworfen. Und jetzt nehmen wir mal an, nur zur einfacheren Berechnungsmöglichkeit, dass alles aus der Reihe kommende Pakete weggeworfen werden. Das heißt, wir genau wissen, das hier wurde empfangen und das ist unser Last Byte Read. Das ist quasi hier Read, Last Byte Read. Und Last Byte Received, das ist das, was eben an TCP-Daten im Puffer sind. Und wenn wir das abziehen von unserem Gesamtpuffer, einfach Mathematik, erhalten wir die Größe des leeren Bereichs. Das ist dann benannt Receive Window. Okay, und in unserem TCP-Header hatten wir ein Feld, wo haben wir unser TCP-Header? Hier, unser Empfangsfenster. Das ist auf Englisch Receive Window. Da können wir angeben, dass wir eben so viel empfangen können und der Sender passt sich jetzt dementsprechend an. Das heißt, er darf maximal so viele Daten auf den Weg schicken, in sein Sending Window aufnehmen, wie eben maximal vom Receive Window vorgegeben ist. Schauen wir uns das also an. Beide, sowohl der Sender hat eine Fenstergröße, wie viel er versenden darf. Ja, theoretisch kann er das ja beliebig wählen. Aber auch da gibt es ein Maximum. Das ist eben das Sending Window Size. Und auf der Receiver-Seite gibt es auch ein Receive Window Size. Und jetzt ist es
so, dass, also hier mal ein Beispiel für die Flusskontrolle. Der Sender schickt einfach mal drauf los, dass er, hier schickt er 2 Kilobyte an Daten los mit der Sequenz Nummer 0. Der Puffer ist auf der Empfängerseite 4 Kilobyte groß, das heißt, er ist schon mal halb voll. Und jetzt bestätigt ihm der Empfänger, ich erwarte als nächstes Byte im Datenstrom, das ab 2048, also alles zuvor habe ich empfangen, habe aber selbst nur noch Platz für 2048 Byte. Ja, also das ist meine verfügbare Größe, die du mir noch senden kannst. Und jetzt schickt der Sender dann wieder einen Datensatz, also wieder zu 2 Kilobyte, beginnen ab Byte Nummer 2048, dadurch ist er voll, der Puffer. Und jetzt kommt als Acknowledgement zurück, alles bis 4095 habe ich empfangen, das nächste Byte, das ich erwarte, ist 4096, habe aber einen leeren Puffer, einen vollen Puffer, ich kann nichts mehr empfangen, mein Receiving Window ist bei 0 Byte, du darfst mir nichts mehr schicken. Ja, dann wartet der Sender und wartet, bis eben der Empfänger auf der Empfängerseite die Anwendung Daten wieder aus dem Puffer liest, dadurch haben wir wieder etwas mehr Platz. Und jetzt kann der Empfänger, also der Receiver, signalisieren, ich erwarte immer noch ab Byte Nummer 4096 das nächste Segment und habe jetzt eine freie Puffergröße von 2048. Und jetzt könnte er zwar so viel senden, hat aber gerade nur vielleicht 1 Kilobyte zu senden. Und das heißt, ab Sequenz Nummer 4096 sind wir hier und jetzt haben wir insgesamt eine Füllung von 3 Kilobyte, aber ich notiere mir das mal. Also eigentlich müsste das ja hier den freien Platz füllen und nicht auf der linken Seite sich dran quetschen. Naja, also ich glaube, also eigentlich müsste das ja so aussehen. Wir hatten 2 Kilobyte vorher, jetzt haben wir 3 Kilobyte, einen Füllstand von 3 Kilobyte, frei ist nur noch 1 Kilobyte. Und das kann der Empfänger, wenn er das dann acknowledged, wieder bestätigen, dann würde er den Wert eben auf acknowledge 5128 und 1 Kilobyte hat man frei. Ja, eigentlich ganz nett, ne? Also der Empfänger kann immer signalisieren, wie viel er noch vertragen kann und dadurch, wenn der Sender sich daran hält, und das muss er ja, wird der Empfänger nicht überlastet. Wie sieht da die Zusammenhänge aus? Wenn wir mal die ganzen Werte aus dem Sender und aus dem Empfänger, empfangenen Header, Teilen des TCP-Pakets uns betrachten, dann gibt ja das Acknowledgement an, welches ist das erste Byte, das wir erwarten. Die Sequence-Nummer gibt an, wo gerade im Datenstrom befinden wir uns. Ja, und das Paket kann ja vielleicht nur etwas kürzer sein, aber das ist maximal begrenzt, wie viel man auf den Weg geben kann, und zwar über das Window, relativ gesehen zu dem acknowledgeden Wert. Das ist quasi bis zu welchem Byte maximal gesendet werden kann. Das Acknowledgement gibt uns ja an, ab wo erwarten wir. Und das Window gibt uns an, wie viel darfst du mir noch senden, bevor ich überlastet bin. Und dann gibt es noch auf der Senderseite ein Sending-Window. Also er könnte theoretisch von der Anwendungsseite noch viel mehr Daten bekommen zum Senden, aber die muss er zurückstellen, bis eben dieses Receive-Window so weit fortschreitet, dass er eben noch die schon von der Anwendung erhaltenen Daten weitergeben kann auf den Kanal. Okay. So, jetzt haben wir also ganz viele Sequenznummern und eigentlich wird ja der gesamte Datenfluss und wie viel gesendet werden kann, wo wir im Datenfluss sind, alles über die Sequenznummern realisiert. Die helfen uns zu erkennen, wie die Reihenfolge der Pakete ist, die ankommen, ob Pakete verloren gegangen sind und um auch zu bestimmen, also zumindest mit dem Window, wie viel wir denn empfangen können. Und damit wir das überhaupt sinnvoll nutzen können, müssen wir ganz am Anfang eben diese Information initial tauschen. Wir müssen beide Teilnehmer müssen angeben, wo in dem Datenstrom beginne ich jetzt?
Ja, es muss nicht immer bei 0 beginnen. Sie können eine beliebige Sequenznummer wählen. Die ist ja 32 Bit groß. Ja, 32 Bit, ja, doch. Und genau. Ja, doch, genau. Und das ist sowieso, das geht sowieso im Kreis. Also wenn Sie mal irgendwo beginnen, Sie erreichen irgendwann den maximalen Wert und dann geht es wieder bei den kleinsten los. Also Sie können ja so eine TCP-Verbindung beliebig lange aufrechterhalten. Das heißt, Sie können überall, müssen nicht bei 0 beginnen, Sie können bei irgendeinem Wert beginnen und diesen ersten Wert müssen Sie eben kommunizieren. Mit welchem Wert legen Sie los? Und dazu gibt es diesen Handshake am Anfang. Das heißt, ganz am Anfang müssen Sie die Verbindung aufbauen und eben die Sequenznummern austauschen, den Receive-Window definieren und das reicht eigentlich schon aus, um die Kommunikation zu starten. Ja, also wie sieht es beim Verbindungsaufbau aus? Dazu erzeugt der Client ein Socket, gibt dann, mit wem er sich verbinden will, mit welchem Port und der Client, der Server hat kontinuierlich lauscht er auf einen Port und dann wird es entgegengenommen. Und dieses Drei-Wege-Handshake, das tauscht eben diese Sequenznummern aus und man hat die Möglichkeit, den Receive-Window zu setzen. Wie geht man dabei vor? Der Verbindungsaufbauer nutzt irgendeine Sequenznummer. Das ist seine initiale Sequenznummer und da die gibt er seinem Gegenpart bekannt. Und er muss ein SYN-Flag setzen. Also in diesem Header hatten wir gesehen, wir hatten die verschiedenen Flags. Dazu waren 4 Flags wichtig. Das Acknowledgement-Flag, ob das Acknowledgement-Flag gelesen werden soll. Es gibt SYN, das heißt Synchronize, baue eine Verbindung auf. Es gibt Reset und Fin, um das wieder zu schließen. Und beim Verbindungsaufbau verwendet man eben SYN. Der zweite, also der jetzt angeschrieben wurde mit dieser Sequenznummer, bestätigt, dass er die bekommen hat, bestätigt auch die Sequenznummer, legt den Puffer an und gibt seine Sequenznummer für die Rückrichtung an. Also welche Sequenznummer wird er verwenden? Wo ist er im Bytestrom? So, und der Client empfängt auch das und muss die Sequenznummer des Servers auch bestätigen, bestätigt das mit einem Acknowledgement und bestätigt eben, ich habe deine Sequenznummer bekommen und kann dann schon mit den Daten losschicken. An dieser Stelle kann der Server noch angeben, falls er ein Receive-Window definieren möchte, wie groß das ist, so dass der Sender, der ja initial die Verbindung aufbaut und senden möchte, schon weiß, wie viel er maximal senden darf. Aber jetzt haben mit diesem Drei-Wege-Handshake beide ihre initialen Sequenznummern ausgetauscht. Die wissen, wo in der Kommunikation beginnen wir jetzt, welches das nächste Paket, das wir senden wollen oder das der andere senden will. So kann man fehlende Pakete erkennen, Reihenfolgenänderungen kann man erkennen. Und das ist also die initiale Information ist ausgetauscht. Alles andere ergibt sich. Also alles andere, was müssen wir denn noch sonst festlegen? Roundtrip-Time, also Timeout müssen wir noch festlegen, das haben wir hier auch schon mit dem ersten Wert. Jeder hat einen Roundtrip-Time erhalten, sowohl der Client hat was geschickt und eine Antwort bekommen, als auch der Server hat eine Nachricht geschickt und eine Antwort bekommen. Dann haben wir auch unser Timeout, wir haben die Position im Bytestrom, wir haben den Receive-Window. Mehr brauchen wir nicht. Genau, hier nochmal als Beispiel. Der Client will eine Verbindung aufsetzen, setzt seinen Flag auf Syn gleich 1, definiert seine Sequence Number, die Verbindung wird akzeptiert, der setzt auch Syn gleich 1, setzt auch den Eck-Flag, sodass der Wert im Eck-Bereich gelesen werden soll, bestätigt, dass er als nächstes eben den nächsten Byte im Bytestrom erwarten wird. Und der Server definiert seine Sequenznummer. Also ab wo beginnt er seinen Bytestrom. Und wenn jetzt der Client dann antwortet, dann hat er seinen SYN-Flag auf 0 gesetzt. Das heißt, das ist dann das erste reguläre Paket. Er
sendet das erwartete Byte und bestätigt die Sequenznummer des Servers, sodass jetzt eben beide wissen, dass die Sequenznummer gegenseitig bekannt sind. Und die Verbindung ist ab hier dann quasi in diese, ab hier kann der Client senden und ab Empfang dieses Pakets, ab Bestätigung, dass der Client die Sequenznummer des Servers richtig erhalten hat, kann auch der Server senden. Eigentlich ganz angenehm. Wie schließt man das dann? Also hier hat man nur die Flags syn verwendet und ECK, um eben ein normales Paket zu bestätigen. Und wenn man das dann schließen möchte, das muss man ja auch, weil letztlich möchte man nicht die Möglichkeit offen halten, da beliebig lange, also das reserviert ja Pufferspeicher und das reserviert Arbeitsspeicher dadurch und es kostet Ressourcen und wenn man eben die Verbindung nicht mehr braucht, sollte man die abbauen. Und wenn der Client nicht mehr senden möchte, dann schickt er einen FIN, also dann setzt er bei sich den Flag auf das Flag in dem TCP-Header auf FIN und das wird dann bestätigt und der Server weiß dann, okay, von hier wird keine Nachricht mehr kommen, ich kann den Puffer wegschmeißen und löschen und dann sind wieder Ressourcen freigegeben. Der Server kann aber selbst noch Nachrichten senden, also er kann hier noch ruhig munter weitersenden, bis er eben auch nicht mehr senden möchte, auch ein FIN-Flag setzt und danach wird die Verbindung aus dieser Richtung abgebaut. Es kann aber noch sein, dass natürlich Pakete hier etwas verspätet ankommen, daher hat man dann noch ein zeitlich begrenztes Warten und danach ist dann auch diese Verbindungsrichtung geschlossen. Okay. Achso, das habe ich jetzt schon vorweggenommen. Genau, Schritte 1, also 3 und 4. Okay. Genau, also man schließt die Verbindung wieder. Jetzt können wir auch nochmal durchgehen. Spannender wird es nicht. Also was dann letztlich passiert, ne, hatten wir, also wenn es geschlossen wird, bauen wir die auf, wir setzen eine SYN. Wir bekommen eine Antwort mit SYN-ECK, senden dann selbst ein ECK. Ab hier ist die Verbindung aufgebaut. Wenn wir fertig sind, schicken wir unser FIN. Dann ist der Client fertig, also der hier die Verbindung abgeschlossen hat, ist fertig, aber er kann noch Nachrichten erhalten. Also in diesem Zustand kann er einfach noch Nachrichten erhalten, sendet aber nichts mehr und irgendwann kommt auch von der Gegenseite ein FIN und es wird bestätigt und nach 30 Sekunden ist dann die Verbindung geschlossen. Und auf der Serverseite sehr ähnlich, nur einen Schritt weiter. Also ein beliebtes, also bevor wir jetzt hier zum Thema Überlastkontrolle kommen, also damit ist auch das Thema Flusskontrolle abgeschlossen, das heißt, wie verhindert wird, dass der Server überlastet wird, wie die Verbindung aufgebaut wird und eigentlich haben wir jetzt folgende Eigenschaft, die Nachrichten werden alle zugestellt, Reihenfolge wird erhalten, Paketverlust ist kein Problem, Paketverlust von Acknowledgements ist kein Problem, wir haben Timeouts, der Sender, der Empfänger wird nicht überlastet. Wir haben immer noch das Problem, dass wir einen Bottleneck im Netzwerk haben können. Ja, dass immer noch der Empfänger ganz viel empfangen kann, könnte, der Sender ganz viel senden könnte, aber irgendwo in der Mitte Pakete verloren gehen. Und jetzt wäre es natürlich clever, wenn der Sender da nicht immer permanent noch mehr Pakete reinpumpt, sondern seine Sendegeschwindigkeit anpassen würde. Dazu kommen wir gleich. Aber ein beliebter Angriff um Server-Alarm zu legen, also wenn Sie nicht Sie, sondern wenn jemand einen Denial-of-Service-Angriff auf Server starten möchte, sehen Sie eine Möglichkeit, recht kostengünstig das zu machen mit diesem Schaubild, also mit dem TCP-Paket. Also wie können Sie möglichst viele Ressourcen auf der Serverseite konsumieren mit nur einem TCP-Paket? Ja? Bitte? Genau, nur ein SYN schicken. Also wenn Sie einen SYN-Flood machen, dann wird für jedes SYN-Paket ein Pufferspeicher auf dem Server reserviert, der einige Größe hat. Also muss nicht viel sein, aber es hat sie nur ein Paket gekostet, der Server hat mehr Kosten und wenn Sie das koordiniert machen mit sehr vielen Clients, dann erzeugen Sie so viele offene Puffer auf der Serverseite, dass valide, echte Anfragen keinen Platz mehr finden. Also da gibt es keinen Speicher mehr für neuen Puffer, um neue Verbindungen aufzunehmen.
Genau. Und das ist so eine beliebte Möglichkeit. Okay. So. Schauen wir uns, also das Thema Überlastkontrolle ist ein bisschen komplizierter, weil wir jetzt bisher immer den Fall hatten, dass sowohl entweder der Empfänger wusste, was passiert und wie viel er empfangen kann, oder der Sender mitbekommen hat, dass da ein Problem ist. Jetzt haben wir aber das Problem bei der Überlastkontrolle, dass das Netzwerk selbst in der Mitte das Problem ist. Das heißt, der Sender, jetzt haben wir zwei Beispiele, zwei Sender, zwei Empfänger, beide haben, also auf beiden Seiten haben sie super Bandbreiten, aber das Netzwerk in der Mitte ist zu klein, also kann zu wenige Nachrichten durchleiten. Da ist jetzt irgendwie so ein ganz schwacher Router drin, hier ist eine ganz schwache Verbindung drin, die Pakete werden nur ganz langsam durchgestellt. Das heißt, wenn Sender A und B Nachrichten reingeben, dann wächst der Puffer bei dem Router hier und irgendwann werden Pakete verworfen, weil die können einfach nicht so schnell abgearbeitet werden. Wir haben also Überlast, wir haben ein Bottleneck und auf dem aktuellen Protokollstand wie jetzt würden die Sender A und B ja ihr Verhalten nicht ändern. Die würden mit maximaler Geschwindigkeit ihr Sendwindow ausnutzen. Der Empfänger würde dann vielleicht immer mal wieder ein Acknowledgement schicken, aber es gehen viele Pakete verloren und eigentlich ist es unsinnig, das Netzwerk so zu be belasten. Das Spannende wird sein, wie kann man das auflösen? Und Punkt Nummer eins ist zu erkennen, dass das Problem besteht und dann kann man schon meist darauf reagieren. Das ist eigentlich fast immer in verteilten Systemen das Vorgehen. Erstmal müssen Sie Wissen darüber haben, dass das Problem besteht. Wenn Sie das wissen, dass zum Beispiel das Netzwerk überlastet ist und dass hier Pakete zu großen Teilen weggeworfen werden, dann kann man auf der Senderseite meist ganz leicht reagieren. Wie reagiert man? Man sendet langsamer. Das heißt, und das ist eben das Stichwort Überlastkontrolle, und wir haben schon verschiedene Erkennungsmerkmale, wie wir erkennen können, dass da Pakete nicht zugestellt werden. Und zwar, wenn die Acknowledgements ausbleiben oder wenn die Roundtrip-Time sehr groß wird. Ja, also wenn jetzt Pufferüberlauf in den Routern stattfindet, das heißt hier in diesen Zwischenknoten füllen sich die Puffer, die Nachrichten kommen zu schnell rein, alles Neue wird abgewiesen, dann haben wir Datenverlust. Das heißt, Datenverlust bedeutet fehlende Acknowledgements, wir erkennen, da sind Pakete verloren. Oder die Roundtrip-Time ist ungewöhnlich groß, dass sie sich irgendwie sehr, sehr groß gesteigert hat und es kommt dann vielleicht zu Timeouts, weil eben die Pakete in den Routern warten. Und um das jetzt anzugehen, wie das jetzt genau funktioniert, das würden wir dann eher morgen besprechen, aber ich glaube, es ist nachvollziehbar, dass, oder ein bisschen so visuell kann ich Ihnen mitgeben, dass wenn wir so einen Bottleneck haben und es idealerweise, wenn wir einen unendlichen Pufferplatz hätten, dann würde eigentlich, ich glaube, das verschiebe ich auf morgen. Also ich glaube, das ist eben ein bisschen zu kompliziert, das jetzt anzufangen. Also was wir jedenfalls wahrnehmen werden, ist, dass zwar idealerweise das gerecht aufgeteilt ist, genau das anteilig übertragen wird, was eben reingegeben wird, aber eben nur anteilig bis zum Maximum. Und wenn wir unser Maximum erreicht haben, dann wird nicht mehr übertragen. Das heißt, jeder Teilnehmer, Host A und B, gibt hier bei steigendem Input kriegen die den gleichen Anteil und wenn das Maximum erreicht ist, er halbe zu beiden Teilen gleich, dann eben nichts mehr. Aber die Verzögerung nimmt zu, weil das eben statistisch diese Warteschlangenmodelle so sind, dass wir nie diese volle Auslastung bekommen, sondern Pakete früher oder später mal weggeworfen werden und die Verzögerung bis ins Unendliche gehen kann. Morgen schauen wir uns mal an, wie TCP das ganz clever löst und das ist auch oft eine beliebte Frage im Leben, die Ihnen mal dann begegnet, vielleicht. Okay, dann danke ich Ihnen herzlich für die Anwesenheit und sehen uns morgen.